Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Killerline? Jetzt hätte ich bald das Mikro wieder vergessen. Jetzt im Hochladen muss ich das Computer die Nacht immer anlassen. Und... was habe ich denn eigentlich für Perks? Ging denn das gleich nochmal? Dein Ernst? So, wartet mal hier. Ich muss jetzt erstmal hier gucken. Diese gucken. Nicht erwischt. Schade. Hast du denn jetzt eine Palette umgeworfen? Was? Wo denn? Ich muss ja mal wieder üben mit dem. Jetzt kriege ich dich aber. Und zack. Irgendwann muss es ja mal klappen. Nee? So. Ich habe lange nicht mit dem Unbekannten gespielt, ne? Oh Gott! Hi! Weiter gerade? Sorge. Naja, die verarschen mich jetzt ein bisschen. Ist schon klar. Und tschüss. Ja, das, wenn man so einen schwachen Killer hat, ist es auch nicht weiter abwegig, dass man dann verarscht wird von den Survivern. Hey! Zappel! Dann eben so! Das klappt nicht bei jedem, Hasi! Machen wir mal hier die Paletten weg. Die stören mich nämlich bloß irgendwann. Was habe ich denn eigentlich? So Perks, die mir überhaupt nicht nutzen. Mit denen ich überhaupt nicht umgehen kann, weil ich sie überhaupt nicht kenne. So.
Ich weiß aber nicht, wann ich schießen soll. Das regt mich auf, der Typ. Komm jetzt her, du Affenkopf. Danke, dass du nicht umgeschmissen hast. Damit hatte ich dich nämlich. Und eigentlich könnte ich mich mal porten, wollte ich gerade sagen. Naja. Ich habe jeden einmal aufgehangen. Und Sarina ist noch verletzt. Naja, ich krieg schon einen Haken. Ist denn Yui abgeblieben eigentlich? Aha. Du ja. Dann machen wir zum Schluss noch richtig Haken, Mensch. So, und die ist auch raus. Das war eine Scheißrunde. Es war echt kacke. Die haben ja die Gens durchgezogen, das ging ja... Fertsch. Naja, gut. GG. Räuber? Rotz. Zermürbende Präsenz? Naja, ja. Genetische Grenzen? Ja. Sprungposition innerhalb eines Umkreises und Zeugen werden mit der anderen Seite. Das hab ich gesagt. X. Zurückgelassen. Nebel erfahren. Für das Volk. Oh. Also meine Perks waren total Rotz. Ich kann mit denen überhaupt nichts anfangen. Ich habe ja wirklich nur mit meiner eigenen Stärke gespielt. Und dafür war es gut. So, ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag und freue mich auf die nächste Folge von Dead by Daylight. Klein, bis dahin. Ciao.